So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Hunter Call of the Wild und heute geht's ein bisschen in die Savanne spazieren mit Bogen. Ich habe Bock auf Bogen, der Bogen hat Bock auf mich, hoffe ich. Wir haben alle Bock, ja, let's go. So, der sieht auf jeden Fall nach einer besonderen Farbe aus. Der ist auf jeden Fall Gold, ne? Dreh ich mal ein bisschen. Dreh dich mal ein, bitte. Schön. Silber, Gold, Bronze, Gold, Silber, Bronze. Lol. Okay, aber dafür ein schöner Treffer. Viel zu hohes Gras, da sieht man ja gar nichts. Da hinten. Ich habe gerade gedacht, da fährt ein Auto, ne? Aber nein, es ist ein Springbok. Ich bin hyped auf die neue Map, auf jeden Fall. Was mir noch so ein bisschen noch Kopfschmerzen bereitet, ist, dass ich noch nie so wirklich Federvieh gejagt habe. Und da ja ein großer Fokus drauf liegt auf der neuen Map. Aber ich bin auch gehyped auf den neuen Great One, der eventuell kommt. Ich hoffe, es ist der Elch. Das wird schön, das wird schön. Das ist ein Stein. Das ist kein Tier, das schläft. Das ist ein Stein. Da ist jetzt die Frage, bist du alleine? Bist du alleine und was mache ich jetzt mit der Hitbox von dem Bauern? Schieße ich da jetzt einfach durch? Was mache ich nur? Bestimmt, wenn ich schieße, hauen die ab. Also, bevor ich schieße, hauen die ab. Tödlicher Treffer, da vorne liegt er. Liegt sie? Entschuldigung. Ein Weibchen. Oh, guck mal. Ein leichter Bock da drüben. So, sie war auf jeden Fall Silber. Schön. Schönes Ding. Vielleicht können wir heute auch mal einen Springbock schießen. Bis jetzt haben wir einmal nur Gnu geschossen. Gnu alleine ist natürlich, wenn man so eine... Kennt ihr das beim Griechen, wenn man so eine Fleischplatte kriegt? Da hat man auch immer mindestens so Schwein, Huhn, Rind und so, ne? Du kannst nicht nur Gnu essen, du musst auch mal einen Springbock essen. Schön. Guck mal, was ich für was ich jetzt hier. Ich bin jetzt schön durch den Busch gelaufen und für was? Wie ich belohnt werde hier mit einem tödlichen Treffer auf den Gnu. So. Und der Bengel, der da vorne liegt im Gras, der wird hundertprozentig. Ist der jetzt Gold? Da ist er. Das goldene Gnu. Okay, Silber. Das ist ein Weibchen. Doch kein Bulle. Hä? 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 What the fuck? Hä? Ich bin verwirrt. Treff doch mal. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, warum ich nicht getroffen habe. Da bin ich in irgendeinem Busch, irgendeinem Grashalm hängen geblieben mit dem Pfeil. Oder ich habe was Falsches genullt. Ah, da kann natürlich auch sein, dass ich, weiß, die sind immer vor ihm eingeschlagen. Keine Kraft mehr in den Armen, das kann natürlich auch sein. Geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Oh! Jo. Das kann auch passieren, ne? Das kann auch passieren. Ah, ich glaube, ich habe ihm noch einen Pfeil gedrückt. Ich glaube, ich habe ihm noch einen Pfeil gedrückt. Und gerade diese großen Pfeile, also die für die schweren Tiere, die gehen einmal von hinten nach vorne durch, so. Oder von vorne nach hinten durch. Das ist ja immer das Geile, wenn man mit Bogen unterwegs ist und so große Kühe verfolgt, also so Bison, Wiesent und sowas, dass man... Man kann den richtig ins Asshole reinschießen und der Pfeil fliegt vorne wieder raus. Das heißt, du triffst auf jeden Fall, triffst die immer tödlich. Geh mir aus dem Licht, du Löwe. Ich habe keinen Bock, heute nochmal zerrissen zu werden. Och nö, Digga, ich hasse diese Löwen. Guck mal, nur weil sie da chillt, ist jetzt hier die ganze Wiese frei geworden.
so macht man das. Du hast gesehen, da gibt es eine Schelle und da liegt der. Aber die Spießböcke, die sind mir einfach zu. Ja, die sind mir zu scheu. Die kriegt man gar nicht so leicht. Silber, okay. 62 Meter, dann haben wir den nächsten. Ein Dreier. Ein Dreier ist immer gut. Was ist denn hier los? Leute. Ist richtig viel Action. Gold. Oh, schön. Sehr gut. Easy. Hat das gesehen? Hab ich angeguckt, hat eine Schelle bekommen. Pfeil nachladen, ziehen. Gold, ja, wie immer. Ich schieße nur goldene Gnühe. Gnühe, haben wir ja gesagt, ne? Mehrzahl von Gnu ist Gnühe. Also ich hoffe, ich finde nachher alle wieder. Ich habe echt, echt viele geschossen. So, wir gucken mal, dass wir noch ein paar Gnühe erschießen hier. Der droppt ganz gut. Ja, tödlich. So, da warten wir jetzt mal drauf. Wir haben den hier in Silber geschossen, das ist schon mal gut. Spießbock in Silber, schön. Na komm her, komm. Der dreht, ja, sehr gut, der dreht. Wir haben einen Silberbock. Schön. Silber, sehr gut. So, ist sie die Einzige, die nochmal runterkommt, oder kriegen wir nochmal Besuch? Oh, sie bringt wen mit? Auch ein Dreierweibchen. Habe ich die tödlich getroffen oder nicht? Das sieht mir jetzt erstmal nicht danach aus. Doch. Ja, doch. Okay. So, wir sammeln schon mal den hier ein. Der liegt ja schon... Ich glaube, der liegt am längsten hier auf der ganzen Wiese. Ach, ist auch ein Weibchen. Okay, Silber. Schön. Das wollte ich nicht. Das war ein bisschen laut, oder? Bronze. Hier liegt ja noch was auf der Wiese, was ich noch gar nicht eingesammelt habe. Okay. Nochmal Bronze. Ins Gesicht hat er die bekommen. Ins Gesicht. Schöne Schelle. Aber der Treffer sah gut aus. Einmal komplett durch. Herz, Lunge, Muskel, Leber, Magen, alles Gold. Schön. Einmal schön Schaschlik zum Mitnehmen, bitte. Oh, lol. So, Gold. Einmal durchs Herz, zwischen die beiden Lungen durch und ab in die Leber und den Magen. Das ist natürlich auch ein Kunstschuss. Das kriegt man nicht alle Tage zu sehen hier.
Gold. Naja, zumindest was. Da sind ja meine Spießböcke. Gold, schön, ein goldenes Weibchen. Finde ich gut. Er ist schon nervös. Deshalb würde ich jetzt schon mal ziehen. Silber. Naja, okay. Ist okay. Aber wir haben hier noch was getroffen. Nicht tödlicher Treffer gerade. Ja gut, das ist jetzt natürlich mit der Wertung nicht so gut. Naja, okay. Reicht aber auch für heute. Wir haben echt viel geschossen. Haben echt viel gutes Zeug geschossen. Ja. So, das war's auch mal wieder mit unserem schönen Video. Wer es noch nicht getan hat, vergesst das Abo auf YouTube nicht und den Follow auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit eurem Captain Dax. Bis dann, macht's gut, ciao.